So. Ohne den kleinen, tapferen Kerl hätten wir das allerdings nicht geschafft. Ganz richtig, der arme kleine Oscar. Och, Manno. Ja, der taucht doch bestimmt wieder auf. Gibt's hier denn überhaupt was? Oh ja, hier gibt's einen Ast. Was, ein auffällig geformter Sieht Ast. Sieht fast so aus, als wären da Widerhaken dran. Aha, das ist wirklich ein sehr auffälliger Ast. Oscar war auch viel größer als ich. Oh. Und hat mich immer so zum Lachen gebracht. Erdloch. Ich kann mit dem Erdloch sprechen. Ich dachte, er hätte euch immer so genervt. Oh, das sieht ein Besucher. Wer bist du denn? Ich bin ein Ureinwohner dieses Sumpfes. Naja, eigentlich war ich Müller in der Mühle da hinten. Aber eines Tages habe ich eine verhexte Spieluhr gekauft. Und damit fing alles an. Mit dieser Spieluhr kann man Kontakt zu Geistern herstellen. Wirklich. Und es kamen immer mehr. Und es spukte ganz fürchterlich. Deshalb habe ich etwas Abstand genommen von meiner geliebten Mühle. Und lebe nun hier. Also mit der Spieluhr kann man Geister anlocken? Sind ihre Eltern jetzt auch irgendwie tot? Oder wie oder was? Und sie leben hier, im Sumpf? Seit die Mühle sich so merkwürdig verhält, will mich kein Mensch mehr besuchen. So. Trotzdem habe ich als guter Gastgeber immer etwas Eintopf auf Lager. Für so Begegnungen wie diese. Welche zugegebenermaßen die erste Begegnung überhaupt ist, seit ich hier draußen wohne. Und ich wohne hier schon sehr lange. Hier, bitte, der leckerste Eintopf nach altem traditionellem Sumpfrezept. Oh, vielen Dank, aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Iss! Iss! Nein, wer hat dir denn das erzählt? Er war ein ganz großer... ekelerregender Eintopf. In diesem Eintopf scheint noch etwas in ihm drin so zu sein. Gebracht. Okay. Hey, das gute Essen wird nicht einfach mitgenommen. Naja, wenn du magst, kannst du dir heute Abend noch was mitnehmen. Ich überleg es mir. Ah, sie kommen wieder. Oh, du willst bestimmt den köstlichen Eintopf noch aufessen. Ach ja, richtig. Er war mein Bruder im Geiste. Ein wahrer Freund. Ich geh da mal. Tschüss. Was schmeckt so viel? Oh, ein... Was war das? Ein zweiköpfiges Eichhörnchen? Ein zweiköpfiges Aasgeier-Eichhörnchen. Kann ich die vielleicht... Was soll ich damit? Der einzige richtig gute Kerl in meinem Leben. Oh. Es sieht mir extrem gefährlich aus. Ja? Das wirkte irgendwie gerade nicht so. Na egal. Er hat mir gezeigt, was es bedeutet, ein guter Geist zu sein. Ja, der liebe Oscar. Gehen wir doch mal durch die Tür. Oh. Hoppla. Na gut, ich hätte ja auch von der Seite reingehen können, aber ich musste ja unbedingt. Extrem unauffällige Fußmatte. Dass es die Leute auch niemals lernen. Was soll das sein? Schlüssel? Ein verzierter Schlüssel? Hä? Ein Schlüssel? Ja, die Tür ist aber nicht mehr. Was soll ich jetzt noch mit dem Schlüssel? Ja. Okay, gehen wir doch mal in die Wohnung. Was haben wir denn hier? Eine Schatztruhe. Ein zeitgenössisches Kunstwerk, eine schwere Standuhr, Mehlsack. Nehmen wir mal einen Mehlsack. Was ist denn das? Achso, wir haben nur Mehl genommen, okay. Oh, ich sehe gerade. Dahinter ist was. Was den Innenarchitekten wohl dazu getrieben hat, ausgerechnet hier diese Uhr reinzustellen. Platz? Eine betagte Kreissäge. Oh ja, Kreissägen, komm, Kreissägen nehme ich mit. So was sollte man immer bei sich haben. Eine Kreissäge auf jeden Fall. Schatztruhe. Mit einem großen Schloss dran. Ach komm. Tatsächlich. Ich habe die Kiste aufgeschlossen. Windmühlenöl. Lass mich raten, das brauche ich für die Kreissäge. Millers bestes Windmühlenöl. Hält die Alte in Schwung.
die alte Kreissäge. Ich hätte gleich drauf kommen müssen. Natürlich brauche ich das Öl, um die Kettensäge zu schmieren. Natürlich. Ich meine, es ist doch... Warum kann ich jetzt... Ach doch. Ich wollte gerade sagen, warum komme ich nicht ans Gemälde? In dem Bild befindet sich ein Loch. Ein Loch? Was ist denn das? Ach so, nee. Hä? Ja, aber wozu... Hä, warum befindet sich da ein Loch? Ach so, hier. William, mach mal die Standuhr weg. Das wurde nicht von der Hand des Todes berührt. Und deshalb kann es auch meine nicht berühren. So komme ich nicht weiter. Schade. Backform. Was soll ich denn hier backen? Es scheint ein magisches Feuer darin zu brennen. Immer wenn ich in die Nähe komme, geht es an. Feuchtes Mehl? Kann ich da vielleicht Brot backen? Ich glaube, ich bin nah dran. Die Grundlage für jedes gute Brot. Na, Konfuziusbrot, ja? Oder was? Okay, aber ich dachte, das war schon feuchtes Mehl. Oh! Danke, Konfuzius. Oberseite des Brots. Ich glaube, ich bin nah dran. Da fehlt wohl noch etwas. Ja, die Unterseite wahrscheinlich, oder? Die Grundlage für jedes gute Brot. Ich denke, davon habe ich erstmal genug. Ich sollte etwas anderes versuchen. Das hilft mir leider nicht. Was? Achso. Okay. Ja, jetzt habe ich Brot. Aber wie kriege ich die Standuhr weg? Vielleicht mit einer Klinke. Vielleicht kann ich die ja aufmachen. Das wird mir bei meiner Flucht nicht helfen. Vielleicht das Loch? Das hilft mir leider nicht. Ich stecke das Brot wird mir an. Bei meiner Flucht nicht helfen. Vielleicht Teig? Kann ich nicht. Okay. Gucken wir uns doch erstmal nochmal um. Mehl, Uhr, Backofen. Okay. Immer noch. Was gibt's denn hier draußen? Immer noch die Fußmatte. Okay. Es geht auf jeden Fall nach oben noch weiter. Aber wahrscheinlich muss ich dafür an der Standuhr vorbei. Abenteurerhut. Ja, da komme ich ja nicht ran. Wir sollten ihm ein Denkmal aufstellen. Oh ja. Schlachtfeld. Es muss ja auch nicht groß sein. Auf welchem Schlachtfeld, bitteschön? So komme ich nicht weiter. Kannst du mich da hochbringen? Meine Art, mich fortzubewegen, hilft hier wohl eher nicht weiter. Sieht fast so aus, als wären da Widerhaken dran. Und ein Heldenlied schreiben, das von nun an und für immer in den schottischen Highlands gesungen wird. Gute Idee. Ganz meine Meinung. Ich könnte ihn heilig sprechen. Sankt Oskar. Was haltet ihr? Ihr haltet aber auch nie was von meiner Idee. Klingt irgendwie... Stimmt's? Oh. Ich wusste es. Mein Eintopf hat dir so gut geschmeckt, dass du den Nachschlag schon verputzt hast. Ich kann ja ehrlich zu dir sein. Auch ich muss immer ein bisschen von meinem Eintopf naschen. Ist doch egal. Ich bin froh, dass ihr Mary geholfen habt, mich zu retten. Das hilft mir leider nicht. Ihr seid echt gute Geister. Das wird mir bei meiner Flucht nicht helfen. Ach, das haben wir doch gerne gemacht. Schleimer. Aber ohne den kleinen, tapferen Kerl hätten wir das allerdings nicht. Ach, da ist das Eichhörnchen. Ah, okay, also ich sehe es auch von diesem Bild aus. Es sieht mir extrem gefährlich aus. Oskar war auch viel größer als ich. So komme ich nicht weiter. Das wird mir bei meiner Flucht nicht helfen. So, halt, warte. Ich dachte, er hätte euch immer so genervt. Aber das Eichhörnchen ist auch nicht. Nein, wer hat dir denn das anwählbar erzählt? Er war ein ganz großer. Und er hat mich immer so zum Lachen gebracht. Hat er das? Ups. Ach, jetzt geht's doch. Ach, das ist ja praktisch. Was den Innenarchitekten wohl dazu getrieben hat, ausgerechnet hier diese Uhr reinzustellen? Tja, das ist eine gute Frage.
Konfuzius sagt, in dieser Sache möchte ich weder als Wasser noch als Dampf. Es wurde nicht von der Hand des Todes berührt. Und deshalb kann es auch meine nicht berühren. Wurde denn hier überhaupt irgendwas von der Hand des Todes berührt? Vielleicht, außer, vielleicht der Eintopf. Achso, passiert jetzt irgendwas? Es sieht mir extrem gefährlich aus. Du sollst es ja nicht angucken. Mein Bruder im Geiste. Ein wahrer Freund. Meine Art, mich fortzubewegen, hilft hier wohl eher nicht weiter. Das wurde nicht von der Hand. Der einzige richtig gute Kerl in meinem Leben. Er hat mir gezeigt, was es bedeutet. Das wurde nicht von der Hand des Todes berührt. Und deshalb kann es auch meine nicht berühren. Okay. Ja, aber wir sollten ihm ein Denkmal aufstellen. Die schwere Standuhr kann ich auch nicht. Auf welchem Schlachtfeld, bitteschön? Aber wie komme ich denn da, oder was kann ich denn da machen? Die Türklinke. So komme ich nicht weiter. Das Brot. So komme ich nicht weiter. Das hilft mir leider nicht. Die Säge? Ich sollte etwas anderes versuchen. Das hilft mir leider nicht. Huch, ey. Lass los. Okay, gut. Also der auffällig geformte Ast, das ist anscheinend, das ist überhaupt nicht hilfreich. So komme ich nicht weiter. Das von nun an und für immer ich sollte etwas anderes versuchen. So komme ich nicht weiter. So komme ich nicht weiter. Das kann ich ja immer noch nicht nehmen, oder? Oscar. Wenn ich noch Hunger habe, bekomme ich sicherlich noch einen Nachschlag. Komisch. Ach, okay. Ihr haltet aber auch nichts von meinen Ideen. Stimmt's? Zu hoch oben. Ist doch egal. Das hilft mir leider nicht. Wie, zu hoch oben? Ich bin froh, dass ihr Mary geholfen habt, mich zu retten. Meine Art, mich fortzubewegen, hilft. Ihr seid echt gute Geister. So komme ich nicht weiter. Warum ist das jetzt so weit oben? So komme ich nicht weiter. Ohne den kleinen, tapferen Kerl hätten wir das allerdings nicht geschafft. Kann ich das vielleicht in die Backform packen? So komme ich nicht weiter. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist das zu hoch oben. Sauerei. Hier. Mach mal ein Loch rein. Das wird mir bei meiner Flucht nicht helfen. Aber das bestimmt. Das hilft mir leider nicht. Ach, verdammt. Ja, aber wenn das jetzt zu weit oben ist, wie mache ich das denn jetzt am Schluss? Oscar war auch viel größer als ich. Zu hoch oben. Und hat mich immer so zum Lachen. So komme ich nicht weiter. Ich sollte etwas anderes versuchen. Ich dachte, er hätte euch immer so genervt. So komme ich nicht weiter. Nein, wer hat denn Konfuzius das sagt, in dieser Sache möchte ich nicht von der Hand des Todes berührt, noch als Dampf zur Verfügung nicht berühren. Und meine Art, mich fortzubewegen, hilft hier wohl eher nicht weiter. Ich wüsste nicht, wie meine schier unglaublichen Sprachkenntnisse hier weiterhelfen können. Tja, ich weiß es auch nicht. Er war mein Bruder im Geiste. Ein kann ich es dem Wolf geben? Bringt das wird mir bei meiner Flucht nicht helfen. Der einzige richtig gute Kerl in meinem Leben. So, ich wollte nur mal ganz kurz gucken. Nee, weil hier kam ich jetzt nicht ran an das Boot. Das ist zu weit unten, okay. Komm hier, schmeiß dir noch mal ein Brot an den Kopf. Er hat mir gezeigt, was es bedeutet, ein guter Geist zu sein. Das ist aber nett. Och nee, nicht schon wieder. Ja, ist doch schön. Ja, und oh! Es sieht mir extrem gefährlich aus. Genau. Wir sollten ihm ein Denkmal aufstellen, auf dem Schlachtfeld. Kann ich das hier irgendwo... Auf welchem Schlachtfeld, bitteschön? Kann ich das dem da reinschützen? Und ein Helden. So komme ich nicht weiter. Das von nun an und für immer in den schottischen Highlands gesungen wird. Ach, warte mal, vielleicht auf die Fußmatte. Das hilft mir leider nicht. In die Truhe? Ach, kann ich gar nicht mehr anwählen, schade. Aber vielleicht in die Uhr. Hört mal auf, immer in die Uhr zu kriechen, ist ja schlimm. Hallo? Nee, doch. Das hilft mir leider nicht. Menno! Warum hilft dir das denn nicht? Steig dich doch mal an, Mädel. Ach Gott. Vielleicht sollte ich doch mal erstmal mit denen reden. Dieser Ort ist mir nicht geheuer.
Gut, das mit dem Regen ist nichts Neues. Ich könnte ihn heilig Sankt Oskar, was haltet ihr davon? Das hilft mir leider nicht. Klingt irgendwie... Das wird mir bei meiner Flucht nicht helfen. Das hilft mir leider nicht. Ihr haltet ich sollte aber etwas nie, anderes was versuchen. Ideen. Stimmt's? Ist doch egal. Hier, Emily. Ich bin froh, dass ihr Mary geholfen habt, mich zu retten. Und wo sind Mom und Dad? Ja, ja, bin dabei. Naja, ich hab Zeit. Ihr seid echt gute Geister. Ich hab keine Zeit. Ach, das haben wir doch gerne gemacht. Also ich ahne doch irgendwie, dass ich hier wieder irgendwas sehe, beziehungsweise nicht sehe. Was kann ich hier mitmachen? Das wird mir bei meiner Flucht nicht helfen. Das hilft mir leider. Das wird mir bei meiner Flucht nicht helfen. So komme ich nicht weiter. Das hilft mir leider nicht. So komme ich nicht weiter. Ich sollte etwas anderes versuchen. So komme ich nicht weiter. So komme ich nicht weiter. So komme ich nicht weiter. Das wird mir bei meiner Flucht nicht helfen. Ich habe die Kettensäge repariert. Was? Oh. Ich habe nur Öl für eine einzige große Schlacht und hier ist sie nicht. Gut. Standuhr. Oskar war auch viel größer als ich. So. Natürlich. Warum sollte man nicht drauf kommen, dass an die Kettensäge natürlich eine Türklinke muss? Ja. Jetzt aber. Wo gehobelt wird, da fallen Uhren. Yay. Die Stunde hat geschlagen. So. Ist das Indiana Jones? Tja, Jungs, eure beste Zeit ist wohl vorbei. Yay! Ist das eine Peitsche? Tatsächlich mit Peitsche. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Aber wenn ihr überlegt, aus welchem Jahrhundert diese Peitsche stammt, wisst ihr, dass sie das Original sein muss. Ja, ist klar, ist klar. Weltbekanntes Messer. Achso, ein Schweizer Messer wahrscheinlich. Ja. Ein echtes Abenteurermesser. Haben die hier auch noch Indiana Jones verwurstet? Ist ja Hammer. Achso, halt, da geht's wieder runter. Ich wollte doch gar nicht runter. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Hier, diese waren vom Tode berührt. Mach doch mal. Ich habe schon genug Ärger mit Skeletten gehabt. Wie? Das war's? Ah, ja, 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 ganz klar. Weil damit komme ich doch bestimmt auf den komischen Baum mit dem Widerhaken. Und hat mich immer so mit zum der Lachen Peitsche. Gebracht. Peitsche. Jetzt kann ich das Seil benutzen. Yay! Und hinauf geht's. Leg dich nicht aufs Maul. Oh oh. Das Eichhörnchen guckt schon so böse. Hier, ganz, ganz böse. Naja, gehen wir dem Messer was zu fressen. Hier, guck mal. Lecker! Na, du kleines Monster? Hungrig? Nicht. Oh. Oh nein. Ich habe das zweiköpfige Eichhörnchen getötet. Ja, und vor allen Dingen... Ach, da... Oh, okay. Jetzt hast du noch einen Geist am Hacken. Eins von einem zweiköpfigen Aasfresser-Eichhörnchen. Ah, jetzt bin ich oben. Oh. Ja, das sieht ja Flügel. Achso, halt, nein. Mit toten Ameisen übersäter Mühlstein. Ah, ja. Also das kann... Na, sowas. Eine Kolonie Ameisen scheint durch den Mühlstein zermahlen worden zu sein. Alles klar, das ist was für William. Zahnrad. Kaputtes Zahnrad. Achso, warte mal. Dreh doch mal. Den Mühlstein sehe ich mir mal genauer an. Nicht ansehen. Ich werde das Ding mal in Bewegung setzen. Genau. Mach mal. Tja, das muss wohl erst noch repariert werden. Toll. Ja, das kann ich nehmen. Das könnte mir noch nützlich sein. Setzen wir das doch da unten hin. Ist ja total kaputt.
Ob ich das noch brauche? Mal gucken. Das Zahnrad steckt auf der Achse. Sehr gut. So, jetzt mach doch nochmal. Es wird zwar da oben nicht drehen, aber ich will nur kurz gucken, ob das sich... Den Müllstein sehe ich mir mal genauer an. Ob sich das große Rad... Ich werde das Ding mal in Bewegung setzen. Mach das. Ah, sehr gut. Tja, das muss wohl erst noch repariert werden. Ja, voraussichtlich, ne? Aber wie repariert man das? Ach, okay, um da hoch zu... ja, alles klar. Ich komme so leider nicht bis nach oben. Aha, deswegen muss es gedreht werden, alles klar. Nein, oh Mann. Ach nee, komm. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Nein. Ach Mann, und ich kann die Szene nicht überspringen. Ich wollte eigentlich nur hier rein. So. Narbe nur für Zahnräder. Bringt es was, wenn ich das da jetzt ranpacke? Ja, wo voraussichtlich. Ist ja total kaputt. Ob ich das noch brauche? Hier schnitzt dieses Messer darf nur zum Öffnen des allerletzten Geheimnisses verwendet werden. Ach, gut zu wissen. Kannst du dir den aufsetzen? Tatsächlich. Hier, guck mal in die Kamera. Okay. Das wirkt etwas lächerlich. Aber okay, nein, ist okay. Du kannst sie ruhig aufhaben. Hier. Füll dieses Zahnrad ist kaputt. Da kann das erst recht nicht funktionieren. Ach, mit dem Heilen könnte ich das, oder wie, oder was? Oder wie? Dieses Zahnrad ist kaputt. Da kann das erst recht nicht funktionieren. Dann nehme ich eben das Heile. Wenn es mit dem Kaputten nicht geht, dann muss es wohl mit dem Heilen gehen. Das könnte mir noch nützlich sein. Vielleicht. Das Zahnrad liegt im Teig. Ach Gott. Die will ein Brot backen? Kann das sein? Dieses Messer darf nur zum Öffnen des allerletzten Geheimnisses verwendet werden. So, und unten werde ich jetzt von dem halbtoten, doppelköpfigen Eichhörnchen angegriffen. Ich dachte, er hätte euch immer so genervt. So, backen wir uns mal ein Zahnrad. Ich glaube, ich bin nah dran. Nachdem ich das Zahnrad mitgebacken habe, kann man dessen Spuren noch klar erkennen. Zahnradform aus Brot. Okay, es war doch nicht so komplettiert. Also etwas muss ich da jetzt noch... Tja, was könnte ich denn da jetzt noch reinpacken? Eintopf? Nee. Ach so. Eis. Ich könnte ein perfektes Zahnrad werden. Na dann los. Du weißt, dass ich es hasse, zu Eis zu werden. Wird's bald, ich hab's eilig. Du streitest wie eine lasche Socke. Verdammt, darauf fällt mir keine schlagfertige Antwort ein. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Manchmal habe ich das Gefühl, das Konfuzius war ein ganz großer. Ich gebe mir Mühe. Und er hat mich immer so zum Lachen gebracht. Okay. Ich könnte ein perfektes Zahnrad werden. Na dann los. Du weißt... Du wirst jetzt zu Eis, sonst setzt es was. Du streitest wie eine lasche Socke. Verdammt, darauf fällt mir keine schlagfertige Antwort ein. Manchmal habe ich das Gefühl, Konfuzius und ich sprechen einfach nicht dieselbe Benötigst du meine rhetorischen Qualitäten? Konfuzius scheint mir im Streiten überlegen zu sein. Ach ja? Er meint, ich streite wie eine lasche Socke. Wie passend. Er kämpft wie eine Kuh. Was? Oh, ich meine, Och, wie nö. Passend. Er riecht wie ein alter Schuh. Das könnte mir weiterhelfen. Der einzige richtig gute... Oh, Konfuzius sagt, bitte alles Mögliche, aber nie mehr Eis, ja?
Er hat mir gezeigt, was es bedeutet, ein guter Geist zu sein. Entschuldigung. Ich könnte ein Na dann... Du war... Du wirst jetzt zu Eis, sonst... Du streitest... Wie passend, du riechst wie ein alter Schuh. Was? Ich bin doch frisch wie Quellwasser. Das hat mich tief getroffen. Also gut. Du sollst dein Zahnrad haben. In seiner Form als Eis gefällt er mir eigentlich ganz gut. Schlachtfeld. Ja, mir auch. Auf welchem Schlachtfeld, bitteschön? Und hoch. Konfuzius, du kannst nichts sagen. Du bist gerade ein Eiszahnrad. Du kannst in der Unterhaltung nicht interagieren, so. Und dich in die Unterhaltung auch nicht integrieren, so. Du kannst dich ja gleich wieder enteisen, ich muss es ja nur einmal kurz drehen. Mit dem Hut, das ist witzig. Gefällt mir. So, ja. Zahnrad. Da, und auf die andere Narbe. Zack. Das Konfuzius-Zahnrad steckt auf der Achse. William, weiß Bescheid. Mach mal. Jetzt den Mühlstein sehe ich mir mal genauer an. Tu das. Ich werde das Ding mal in Bewegung setzen. Oh ja. Wie gesagt, keine große Sache. Hey, wir haben den Flügel gedreht. Es war mir eine Freude, behilflich zu sein. Oh. Was ist denn los, Konfuzius? Warte. So. Das kaputte Zahnrad steckt auf der Achse. So. Ich wollte es nur nicht mehr in meinem Gepäck haben. So. Flügel. Und jetzt zugemauerte Tür. Hier wollte wohl jemand etwas Wichtiges verstecken. Das wurde nicht von der Hand des Todes berührt. Und deshalb kann es auch meine nicht berühren. Dieses Messer darf nur zum Öffnen des allerletzten Geheimnisses verwendet werden. So, Huch. Hier ist ein schönes Loch in der Wand. Was? Was? Ich habe jetzt sogar ein tragbares Loch. Ist doch super. Bin ich an Roger Rabbit. Oh, das war peinlich. Ich habe die Spieluhr. Spieluhr! Ein heiliges Artefakt. Mach schon auf. Ja, schnell. Ich bin so aufgeregt. Ja, bin dabei. Und ein Heldenlied schreiben, das von nun an und für immer in den schottischen Highlands gesungen wird. Ich habe die Kordel durchtrennt. Das ist eine alte Nexus-Uhr. Mit ihr kann man Verbindung zu anderen Seelen aufnehmen. Auch mit Seelen von Geistern? Ja. Jetzt, wo wir unsere Aufgaben erfüllt haben und dich verlassen werden, was wäre da schöner, als einen Weg zu haben, um mit dir zu kommunizieren? Die Nexus-Uhr kann uns zu dir bringen, wann immer du willst. Und sie kann mich zu meinen Eltern führen? Das wirst du allein herausfinden müssen. Ein Brief? Und der ist an mich? Liebe Mary, wenn du diese Zeilen liest, ist unser größter Traum in Erfüllung gegangen. Denn das heißt, dass du nach uns gesucht hast und dass es dir gut geht. Du sollst wissen, dass wir dir nie die Schuld an Emilys Unfall gegeben haben. Wenn du uns wiedersehen willst, was wir sehr hoffen, dann musst du die Spieluhr benutzen, die wir diesem Brief beigefügt haben. Sie wird dich zu uns bringen. Aber sei gewarnt. Die Dinge werden wahrscheinlich nicht ganz so sein, wie du sie erwartest. Deine dich liebenden Eltern, Robert und Susie. Unsere Eltern? Kann das sein? Sie wissen nicht, dass Emily noch lebt. Los, Mary, benutzt die Spieluhr. Los! Sie hat eine Glatze. Geisterhaare. Hallo? Hallo? Huch! Oh, hallo? Hallo! Fängt wahrscheinlich dann wieder von vorne an. Die Sachen sind nicht immer so, wie sie zu sein scheinen. Aha. Okay, ja, dann ist das jetzt sehr plötzlich zu Ende gegangen. Okay, ja, das war also Haunted. Ja, wie ich bei den letzten Credits schon gesagt habe, also ich fand das Spiel auf jeden Fall sehr spannend. Und, ja, schon witzig. Auch mit den jetzt auch noch im Bonuskapitel verschiedenen Anspielungen. Nice.
Vor allem das mit Indiana Jones. Das war ja... Das... ein Triumph. Okay, ja. Ich hoffe, ja, ihr hattet auch ein bisschen Spaß, genauso wie ich. Und ich hoffe, man sieht sich vielleicht im nächsten Let's Play wieder. Mal schauen, was jetzt als nächstes kommt. Ein bisschen was habe ich ja noch auf Lager. Mal gucken. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Let's Play. Vielen Dank und tschüss.